die Kinder fangen an, wieder ins Bett zu machen. Kinder fangen an, Nägel zu kauen. Wachen mitten in der Nacht auf, wandeln Schlaf. Ja, Dinge, die vorher nicht da gewesen sind, in so einer Altersspanne zwischen, ich sag mal, 6 bis 12. So, in dem, ja. Und ich persönlich finde, das sind Auffälligkeiten, die sind da, die kann man nicht wegreden. Und das ist etwas, was ich als Mutter, das geht mir so nahe. Und wenn ich das bei meiner eigenen Tochter irgendetwas davon, sagte mal, Mama, erzähl das nicht, hat sie auch recht. Wenn ich das beobachte, dann mache ich mir natürlich schon Sorgen. Und dann möchte ich in eine Selbstverantwortung reingehen als Mutter und sagen, wie kriege ich denn mein Kind jetzt nun durch diese Krise? Oder welchen bestmöglichen Schutz kann ich meinem Kind bieten als Mutter oder als Eltern mit meinem Mann gemeinsam? Und ich kenne diese Studien. Mich berührt das, wenn ich mitkriege, dass Menschen anfangen, Kinder als Gefährder zu betrachten. Und das werden sie teilweise. Sie werden als Gefährder betrachtet. Und wir reden von Kindern, ja? Also man sollte Kindern... Gesunde Kinder. Ja, so. Ne? Testpositiv heißt ja nicht, dass sie sozusagen krank sind. Nein, sondern aber genau. Das führt natürlich sofort... Also ich habe selber auch erlebt in dem Klassenverband sofort zu der Ausgrenzung. Die ganze Klasse hat geschrien, da ist jemand testpositiv. Genau, und das sind ja so diese üblichen Geschichten, die man mit den Kindern macht. Ganz kurz, wenn ich ein Kind teste und durch einen Test... was stelle ich dadurch fest? Oder was will ich meinem Kind damit sagen? Dadurch sage ich doch meinem Kind, wir brauchen einen Test, um festzustellen, ob du gesund bist oder nicht. Ob du richtig bist oder ob du falsch bist. Oder ob du falsch bist. Genau. Oder ob ich, also, und das finde ich total problematisch, weil Kinder haben ein Gefühl dafür, wie geht es mir? Die sagt, Mama, ich habe Bauchschmerzen oder ich habe Kopfschmerzen oder ach Mensch, hast du einen Schnupfen? Oder. Aber Eltern haben das nicht. Ich kann Ihnen sagen, dass wir haben uns an unserer Schule insgesamt seit Beginn der Testung lediglich 2, aber doch 2 positiv Corona-Fälle gehabt. Ich sehe das problematisch und das ist aber ein Diskurs, der nicht stattfindet. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass in beiden Fällen die Kinder mit Symptomen von ihren Eltern in die Schule geschickt wurden. Die waren nicht symptomfrei, beide Kinder nicht. In dem Fall muss ich sagen, Eltern haben eine Verantwortung. Viele, viele Eltern, der Großteil der Eltern, nimmt die auch sehr pflichtbewusst wahr. Wenn ich aber an meiner Schule die Aufgabe habe, dafür zu sorgen, dass jedes Kind sicher am Schulalltag teilnehmen kann. Und ich habe auch nur wenige unverantwortliche Eltern, dann wird es zum Problem. Darf ich nur fragen? Herr Prestin wollte einmal kurz... ich würde gerne Herrn Prestin jetzt mal zu Wort kommen lassen. Ja, es wird also im Grunde in der Tat, ich merke so, wie es sich so aufbauscht hier. Ich würde gerne also im Grunde da direkt anhaken, weil ich habe also von Herrn Gerald Hüther, Hirnforscher seines Zeichens und wirklich großer Experte auf dem Sektor, vor kurzem aufgenommen Wege aus der Angst. Und Gerald Hüther macht sehr deutlich, was also mit Kindern passiert, wenn sie also im Grunde so das Gefühl haben, im Grunde, ich bin nicht gut genug, ich bin gefährlich, ich muss was tun. Und ich muss also aus Rücksicht auf Erwachsene, muss ich also im Grunde meine Bedürfnisse nach Rumtoben, nach Berührung, sonst was, nach Umarmung, nach Küssen und so, muss ich unterdrücken. Und wenn ich diese Dinge also lang genug unterdrücke, so Gerald Hüther, dann hat das nicht nur Folgen, dann ist das von Dauer. Und das bedeutet, dass also dieses Kind also gehindert wird, seine Potenziale überhaupt noch zu entfalten, sondern also sehr gut und sehr angepasst und durchs Leben gehen wird und damit also einem Roboter gleich also die Dinge dann auch zukünftig machen wird. Das war Gerald Hüther, so wie ich ihn aufgenommen habe. Aber ich denke, ich muss mich gar nicht in diese Diskussion so sehr reinbegeben. Die andere Frage, aus staubtrockene juristische Frage ist, inwieweit besteht eine Rechtfertigung, jetzt ob das die Regierungen der Länder sind oder ob das Herr Spahn ist oder wer auch immer, oder das Gesetz hier, das Infektionsschutzgesetz, inwieweit besteht eine Berechtigung, in dieser Weise dirigierend, da bin ich bei meinem Anfang wieder, dirigierend auf uns Menschen einzuwirken und insbesondere Kinder zu veranlassen, sich also in dieser oder jenen Weise zu verhalten. Was passiert denn da wirklich?
Da wird also das Kind zum Objekt von Fremdbestimmung. Den Eltern wird die Befugnis entzogen, gewissermaßen über das Wohlergehen des Kindes in eigener Verantwortung zu entscheiden und darüber zu entscheiden, wann und wo und wie das Kind sich zu verhalten hat. Und dem Lehrer sind Dinge übertragen worden, die ihm überhaupt nicht zustehen. Das heißt also im Grunde, er ist nicht also angetreten, im Grunde Kinder also in irgendeiner Weise gesundheitlich zu schützen oder irgendwas zu machen mit Kindern. Das gehört alles in die Obhut der Eltern und nicht dahin. Und das, was also im Grunde Schule zu machen hat, und da bin ich dann bei der staubtrockenen gesetzlichen Grundlage, das haben wir also in Artikel 29 zum Beispiel, also der UN-Konvention über die Kindesrechte, sehr klar formuliert. Die Vertragsstaaten, ich zitiere mal, ja, die Vertragsstaaten stimmen darin überein, dass die Bildung des Kindes darauf gerichtet sein muss, die Persönlichkeit, die Begabung und die geistigen und körperlichen Fähigkeiten des Kindes voll zur Entfaltung zu bringen. Wenn ich jetzt also auf Gerald Hüther gucke oder auf andere Wissenschaftler, denke ich, in dem Augenblick, was Gerald Hüther dann beschreibt, ist genau das Gegenteil der Fall, da wird etwas unterdrückt. Was also im Grunde dieser Entfaltung also in B gestehen wird. B, dem Kind Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten und den in der Charta der Vereinten Nationen verankerten Grundsätze zu vermitteln. Wie kann ich jemanden die Grundfreiheiten und Menschenrechte vermitteln, den ich gerade also so als Objekt behandle, dass er sich nicht mehr frei bewegen kann? Er muss Distanz halten, er darf also den anderen nicht anfassen und ähnliches mehr. C, dem Kind Achtung vor seinen Eltern, seiner kulturellen Identität, seiner Sprache und so weiter, den nationalen Werten des Landes zu vermitteln. D, jetzt kommt es nochmal ganz dicke, das Kind auf ein verantwortungsbewusstes Leben in einer freien Gesellschaft im Geist der Verständigung, des Friedens, der Toleranz, der Gleichberechtigung der Geschlechter und der Freundschaft zwischen allen Völkern und ethnischen, nationalen, religiösen Gruppen sowie zu Ureinwohnern vorzubereiten. Das ist der Job von Bildung und Schule. Und das bedeutet, wie kann ich aber Kindern, die also nicht durch die Sprache lernen, sondern durch das Anschauen, die also im Grunde über das Vorbild, das im wahrsten Sinne des Wortes, Vorbild der Leute, an die sie gebunden sind oder mit denen sie gerne zusammen sind. Wie können Kinder von einem Vorbild lernen, was genau das Gegenteil macht? Was Kinder also einschränkt, was Kinder also in irgendeine Struktur hineinzwingt, was über Recht und Unrecht entschieden hat, der hat Recht und der hat Unrecht, was hier Abspaltungstendenzen also im Grunde unterstreicht, wie kann das sich damit vereinbaren? Und jetzt, fühlen Sie, Frau Grube, würde ich dazu, sind Sie? Ja, ich wollte noch etwas sagen. Artikel 18 zum Beispiel, die Vertragsstaaten bemühen sich nach besten Kräften, die Anerkennung des Grundsatzes sicherzustellen, dass beide Elternteile gemeinsam für die Erziehung und Entwicklung des Kindes verantwortlich sind und so weiter. Die UN-Konvention endet damit nicht, sondern ich gehe einen Schritt weiter. Diese Geschichte mit dem Maskentragen und Ähnliches ist aus meiner Sicht eine Folterung von Kindern. Weil sie also okay, das sind deutliche Worte. Bitte? Das sind deutliche Worte. Ich komme gleich noch deutlicher. Und Deutschland hat also ein Anti-Folter-Abkommen nicht nur unterzeichnet, sondern das ist gültiges Recht hier in Deutschland. Und in diesem Anti-Folter-Abkommen hat Deutschland sich verpflichtet, jeden, der Kinder in dieser Weise seelisch oder körperlich misshandelt, zu bestrafen. Das heißt also, wer sich also objektiv also der Folterung schuldig macht oder so, den soll der deutsche Staat nicht streicheln, sondern an der Ecke bestrafen. Jetzt kommt's noch dicker. Ich habe nicht wahrgenommen, dass also das Strafgesetzbuch abgeschafft worden ist. Und im Strafgesetzbuch steht unter § 225, auch das würde ich gerne zitieren wollen, Misshandlung von Schutzbefohlenen. Wer eine Person unter 18 Jahren oder eine wegen Gebrechlichkeit oder Krankheit wehrlose Person, die seiner Fürsorge oder Obhut untersteht, seinem Hausstand angehört und so weiter, quält oder roh misshandelt, oder wer durch böswillige Vernachlässigung seiner Pflicht für sie zu sorgen, sie in der Gesundheit schädigt, wird mit Freiheitsstrafe von 6 Monaten bis zu 10 Jahren bestraft. Wenn ich Herrn Hüther aufnehme oder Herrn Marz oder so als Kinder- und Jugendpsychiater oder Herrn Böhm als Arzt, als Pädiater, dann ist es kein Zweifel, dass also objektive Dinge auf dem Tisch liegen, wonach also hier
von Quälen oder Misshandeln die Rede sein dürfte. Das kommt noch dicker. Auf Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr ist zu erkennen, wenn der Täter die schutzbefohlene Person durch die Tat in die Gefahr des Todes oder einer schweren Gesundheitsschädigung oder zweitens einer erheblichen Schädigung der körperlichen oder seelischen Entwicklung bringt. Was ist das anderes, als wenn ich also ein Kind also mit Dingen konfrontiere, die also zur Abspaltung der eigenen Bedürfnislage führt, einerseits, wie Herr Hüther das sagt, und andererseits zu der eigenen Überzeugung, ich bin nicht richtig, ich bin gefährlich, die Leute müssen Angst vor mir haben. Das bedeutet, das sind dann verinnerlichte Bewertungen des Kindes, die also, ich sag's mal so, das Kind jeweils nicht nur mitnimmt, sondern mit diesen Bewertungen gestaltet es hinterher sein Leben. Jetzt komme ich zur Zellforschung. Wenn ich also auf Bruce Lipton gucke oder so und ich weiß, dass 95% unserer Handlungen nicht auf dem Kopf beruhen, nicht durch den Kopf gesteuert werden, sondern von unserem Unterbewusstsein gesteuert werden. Dass unser Unterbewusstsein also im Grunde dafür zuständig ist, wie immer wir reagieren, dann heißt das, dass das, was ich also eingelagert habe, an Glaubenssatz über mich selber, lebenslange Bedeutung hat. Das steckt im Unterbewusstsein. Ich komme nicht mehr dran. Und das ist dann also ein traumatisierender Effekt, der also im Grunde dann über die Generationen sich weiterträgt. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann kommst du hier zur ganzen Sendung und dort zum Hauptkanal. Ich freue mich auf dich.